Hallo, mein Name ist Jumpy und wir spielen immer noch Grotesque Tactics. Wir sollen das Portemonnaie und das Porträt seiner Frau von diesem netten Mann namens Morbius holen. Das soll angeblich hier an diesem Heilmoment rumliegen. Das ist auch für uns gar kein Problem, weil wir waren sowieso schon mal hier und deswegen steht hier auch nur noch ein einziger brutaler Pilz, den wir jetzt einfach mit Leichtigkeit aus dem Spiel nehmen. Hoffe ich zumindest, wenn hier irgendwie mal jemand Bogenschützenieren würde. Ah, dann halt nicht. Müssen wir halt den Fernschuss machen. Zack, und da war's das. So, dann sind wir hier beim freien Erkunden und dann müsste eigentlich, wenn ich nicht zu doof zum Klicken, jetzt haben wir das Gemälde von Morbius' Frau, genau. Und da müsste der Geldbeutel drin sein. Nein, ein kleiner Heiltrank. Verdammt! Achso, da ist das Schokoschick, was wir noch umnieten sollen. Das ist Level 8, ich traue mich da einfach so ran. Manchmal bin ich sehr mutig. Oha. Das könnte auf jeden Fall lustig werden. Ich werde Angelina schon mal in der Nähe parken, weil das ist nämlich immer noch unsere Heilerin. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ruckel macht jetzt leider nicht so viel Schaden, wie ich mir gewünscht hätte. Aber dadurch, dass wir hier in einem Heilmonument sind, kann ich durchaus mal ein bisschen auf Material spielen, kann einfach alles raushauen, was ich habe. Aber solange hier niemand stirbt, was scheinbar nicht der Fall ist, kann ja nicht viel passieren, oder? Das dauert ja ewig. Das hält ganz schön viel aus, das Vieh. Da darf Angelina jetzt auch mal ihre scharfe Harfe rausholen und losheilen. Wunderschön. So, dann plündern wir hier nochmal kurz. Oh, jetzt habe ich das... Oh, das tut mir jetzt sehr leid, dass ich das weggeklickt habe. Aber wir haben immerhin alle von Morbius verlorenen Gegenstände und können dem guten Mann jetzt wieder zu seinem Hab und Gut verhelfen. Torus zum Gruße. Ihr wollt Westwind besuchen? Ganz recht. Und, ja, hier nehmen wir ein Zeug. Habt ihr die Sachen gefunden? Aber selbstverständlich. Hier ist der Geldbeutel. Und natürlich auch das Bild eurer Frau. Ein bisschen lädiert mit Zahnabdrücken und Pilzschleim. Aber sonst so gut wie neu. Wunderschön. Sehr gut. Vielen Dank. Frau und Goldbeutel sind wieder sicher verwahrt. Tja, meine Freunde, wo waren wir? West wurde gefangen genommen. West wurde beschuldigt, Unglück zu bringen und sollte aus der Stadt verbannt werden. Unglück. Natürlich haben die Bewohner mitbekommen, dass wir sieglos aus der Schlacht zurückgekehrt sind. West hatte nicht mitgekämpft. Nun ja, West hatte sich dann sehr aufgeregt und den weisen Archibald niedergeschlagen und noch ein paar andere wichtige Persönlichkeiten aus Westwind. Aha. Jetzt wurde er gefangen genommen und vielleicht wird er nun sogar gehängt. West hat einfach nicht seine Aggression im Griff. Ja, wir müssen ihn befreien. Wir brauchen ihn, um Glory vor der Dark Church zu beschützen. Er wäre ein wichtiger Recke neben Holy Avatar. Endlich ein Tank. Oh, Holy Avatar ist also wirklich in euren Reihen? Es freut mich, dass wir noch nicht gänzlich besiegt wurden. Aber momentan wird niemand nach Westwind gelassen. Die Bewohner haben große Angst vor der Dark Church. Ich habe den Befehl, niemanden durchzulassen. Denkt daran, dass wir gerade eine Quest für euch erfolgreich absolviert haben. Sicher. Etwas fällt mir noch ein, um die Bewohner zu besänftigen. Ihr könntet ihnen einen Gefallen tun. Ach ja? Die Menschen in Westwind wollen Kristallwaffen schmieden. Das Material ist einzigartig und sollte die Chancen erhöhen, das Dorf vor der Dark Church schützen zu können. In diesem Wald gibt es im Osten eine Höhle. Ach, da waren wir schon. Diese Höhle beherbergt verschiedene Kristalle. Sammelt 13 grüne Kristalle und wir können genügend Waffen schmieden. Genau 13 grüne Kristalle? So gut. Das klingt doch nach einer lösbaren Aufgabe. Aber warum seid ihr nicht in diese Höhle gegangen? Es hausen schreckliche Kreaturen in der Höhle von Westwind. So schrecklich, dass wir uns alle in die Hosen machen würden. Gleichzeitig. Toll. Was für schreckliche Kreaturen? Bösartige Säbelzahnhasen. Oh nein! Knuddelige Hasen? Säbelzahnhasen! Niemand will einen Säbelzahnhasen streicheln, glaubt mir. Ihr Gebrüll ist so markerschütternd, dass euer ganzer Körper erzittert. Aber aha. Gerüchte besagen, es haust ein noch schrecklicheres Ungetüm in dieser Höhle. Noch schrecklicher als die schrecklichen Säbelzahnhasen. Ach ja? Noch schrecklicher? Oh ja! Also, was ist jetzt? Seid ihr dabei? Na klar. Klar, wieso nicht? Sehr gut. Bringt uns die Kristalle und ich werde mich darum kümmern, dass ihr im Tausch dafür West erhaltet. Ah, ja. Wenn ich nichts mehr von euch Helden höre, weiß ich, dass die Säbelzahnhasen euch gefressen haben. Oder das noch schrecklichere Ungetüm. Ich bin ja jetzt schon auf das noch schrecklichere Ungetüm gespannt. Aber das finde ich, gucke ich mir aber kurz mal den Wald an. Zumindest das, was ich davon erkennen kann. Das ist ja doch relativ waldig hier. Oh, da hinten ist noch eine Truhe, genau. Oh. Anscheinend ist Mandy... Ne, Moment, das ist Candy, weil Mandy hat nämlich rotes Haar. Wo ist denn jetzt... Ah, diese Steuerung. Wo ist denn diese Truhe? Die ich grad, ach, da ist die Truhe, genau.
Jawohl, wir haben nämlich noch mal ein bisschen Unterwäsche gefunden. Dekorative Stopffetzen. Das sollte doch auf jeden Fall die richtige Rüstung für knappes rosa Kleid. Ne, das ist ja Angelina. So, dekorative Stopffetzen hat Candy schon, aber Mandy hat noch ihren Hauch von nichts. Genau. Können wir jetzt auch noch ausrüsten. Hervorragend. So. Ja, da oben waren wir ja schon, da kommen wir ursprünglich her. Und dann müssen wir dann mal wohl zur Höhle. Das ist ja nicht am Rand, das ist da an der Seite. Sehr komisch. Gut, Morbius hat ja auch ein wunderschönes Bild. 30 Lebenspunkte hat der gute Mann. Das ist ja doch relativ viel dafür, dass er Level 3 ist. Ich verrenne mich in der Zwischenzeit mit meiner ganzen Party hier an der Wand. Ich weiß gar nicht, warum Mandy gerade deprimiert ist, aber... Hallo, wo ist denn... Na, ich bin zu doof. Offensichtlich. Gut, aber ich krieg... Soll seine halbgöttliche Wenigkeit erzählen, in welch imposanten Höhlen er schon nach Schätzen und schrecklichen Monstern gesucht hat? Leid. Wir sind ganz gespannt, Holy. Ja. Ja, erzählt uns von euren aufregenden Heldentagen. Ja. Wartet, wartet. Am Eingang der Höhle haben sich noch einige brutale Pilze versammelt. Ich fürchte, wir müssen sie vertreiben, um da durchzukommen. Die Wurf einmal alle Wer herkommen. Wagt es, die halbgöttliche Geschichtsstunde zu ruinieren? Denen treten wir im Vorbeigehen in ihren Pilzhintern. Pilzhintern. Nun gut, dann machen wir mal keine Toleranz für Pilze. Ja gut, das sind jetzt nur drei Pilzmagie, das sollten wir gerade noch schaffen, selbst mit einem Frontalangriff. Oh, wenn wir mal ordentlich gekrittet hätten, hätten wir das auf jeden Fall geschafft. So war das jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber ich benutze dann trotzdem schon mal die... Nein, verdammt, ich wollte diesen Pilz, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber gut. Dann... Candy kommt noch gar nicht nah genug dran, das ist natürlich sehr schade. Wenn ich mich nicht absolut dämlich anstellen würde, ist sie aber trotzdem kein Problem, weil auch wenn gerade Drake gerade alleine tankt, der jetzt übrigens mal... Obwohl, na gut, ich kann gleich mit Dings heilen, das sollte passen. Hey, ein kleiner Goldbeutel. So, und damit ist Drake auch schon gelevelt. Damit ist er auch wieder voll geheilt. Hey, das ist natürlich super. Dadurch spare ich mir natürlich die Heilung. Oh. Ist natürlich jetzt sehr bedauerlich. Angelika, Angelina kann ja mal nach... Na, hier hinschwimmen. Da steht sie auf jeden Fall ganz gut an der Front. So, Rugel kann direkt mal mitkämpfen, wenn er... Ne, halt mit, der kann diesen Blitzmagier umhauen. Weil gegnerische Fernkämpfer sind immer doof. Die wollen wir nicht haben. Oh Gott. Das war definitiv anders geplant mit Candy, aber ich denke mal... Sie wird es gerade so noch überleben. Den wollte ich zwar gar nicht, weil ich den dahinter haben wollte, aber... Oh. Ich sollte keine Pilzmagier hintereinander stehen haben. Das ist ich schlecht. Spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen. Bei der Macht von Glory! Das kann ja heiter werden. Naja, immerhin haut er jetzt alles um und dann auch wo die Avatars gerade noch schaffen, das Vieh umzuhauen. Keine Toleranz für Pilze. Quest erfüllt. Gut, wir laufen dann mal. Nun ist es an der Zeit, die Höhle zu erkunden, die Morbius erwähnt hat. Sprecht mich an, Drake, und dann marschieren wir los. Ja, natürlich wird das passieren, aber erstens laufen wir nochmal kurz zum Brunnen, zu dem ich eigentlich hin wollte. Was mir aber leider nicht vergönnt war, weil ich da... Ja, so, jetzt aber. Ist die ganze Party durchgeheilt? Wunderschön. Ja, schließlich wollen wir nicht mit der Hälfte Lebenspunkte in irgendwelche Höhlen gehen. Ich hätte mich ja doch nicht erinnert. Soweit? Natürlich. Lasst uns aufbrechen. Mal sehen, welche Kreaturen in der Höhle auf uns lauern werden. Nun denn, lasst uns die Höhle erkunden. Denk bitte daran, dass die weiblichen Gefährten nur sehr wenig Kleidung tragen und sich erkälten könnten. Ich möchte keinen Schnupfen kriegen, klar? Aber mit Holy an meiner Seite fühle ich mich gleich wieder ganz doll warm. Oh. Schleim dich nicht so ein, Candy. Kommt, mein Held, bleibt an meiner Seite. Ich werde euch mit meinem Bogen schützen, soweit ich kann. Mhm. Soweit sie kann. Habt ihr das auch gehört? Oh, das sind die Hasen. Ein dumpfes Grollen. Das klingt nach grässlichen Kreaturen. Zückt eure Waffen, Recken des Lichts! Ich werde versuchen, euch mit meiner Harfe zu unterstützen, solange ich mich hier nicht schmutzig mache. Oh, das könnte schwierig werden. Oh toll, von diesem Höhlengeröll kriege ich Blasen an den Füßen. Naja, zum Glück kann ich ein bisschen herumflattern. Kann sie überhaupt... Achso, doch, sie steht ja tatsächlich auf dem Boden. Ich dachte eigentlich, sie flattert die ganze Zeit. Nun gut, da vorne haben wir auf jeden Fall die schrecklichen Säbelzahnhasen. Level 6 ist natürlich schon... Ah, die schrecklichen Säbelzahnhasen sind auf jeden Fall eine Bedrohung. Da hinten haben wir Kristalle, drei Stück. Oh! Und Sandy, eine schwarzhaarige Jungfrau. Das ist ja natürlich sehr interessant jetzt schon mal.
Was haben wir denn hier noch so alles Schönes? Jedes Menge Insektenzeug. Noch mehr Insektenzeug. Viel mehr Insektenzeug. Noch mehr Säbelzahnhasen. Richtig viele Säbelzahnhasen und ein Skelett. Besonders das Skelett finde ich ja sehr interessant. Nun gut, dann wollen wir mal hier langsam voranschreiten. Seht, eine weitere Jungfrau. Seine halbgöttliche Wenigkeit erkennt Jungfrauen aus 500 Metern Entfernung. Hilfe! Hi. Hilfe! Diese Biester haben mich umzingelt! Sol, rettet mich doch! Schon wieder eine Jungfrau. Müssen wir sie wirklich mitnehmen und uns das nochmal antun? Genau, mir reicht schon Candy. Wir werden sie erretten. Immerhin ist sie dunkelhaarig und das fehlt uns noch in unserer Jungfrauensammlung. Oha. Na gut, natürlich werden wir sie retten. Aber ob wir sie dann auch wirklich mitnehmen, lasst uns lieber danach besprechen. Schaut nur, wie süß diese Viecher sind. So goldige, schnuckelige Häschen. Das sollen also die schrecklichen Monster sein, von denen Morbius sprach? Nicht unterschätzen, Säbelzahnhasens. Riesige Hauer haben's. Ah ja. Nun gut. Dann so viel dazu. Und ich renne direkt in meinen Elend rein. Aber zum Glück scheinen ja diese Insekten jetzt hier nicht so dolle stark zu sein. Und solange ich sie einzeln auseinandernehme. Es ist eigentlich sehr. Ich glaube, es ist sehr wichtig bei diesen freien Erkunden, dass man nicht so weit vorrennt, wenn man sich nicht sicher ist, sondern immer nur mit der halben Gruppe. Also so kleinere Schritte macht, damit die Gruppe nachrücken kann. Weil die bleiben ja genau so stehen, wie sie standen und bleiben ja nicht als Block. So, kann ich jetzt mit Ruckel hier schon mal das Fieder platt machen? Gut, hervorragend. Das Insektenkleinvieh ist zum Glück jetzt nicht so schwierig. Er kommt jetzt mal bitte mit der Gruppe hinterher. Bitte. Ja, genau, so perfekt. Der kommt nämlich meiner Gruppe nach. Weil nämlich, wenn die Gruppe hier nicht mitmacht, dann ist das ein bisschen doof. Dann würden nämlich meine Bogenschützen noch so unglaublich weit hinten stehen. Und die Armee der Säbelzahnhasen da vorne möchte ich eigentlich gut aufgestellt dastehen. So, Ruckel steht hier relativ weit vorne. Das ist nicht so gut. Gut, versuchen wir unser Bestes. Mandy kann ihren Entfernungsschuss benutzen, um sie etwas... Oh, ich wollte zwar nicht unbedingt auf den schießen. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, den schon mal einen einfach umzuhauen. So, Holy kann auch wirken. Das ist ja schön. Geht er schon mal nach vorne und blockt hier den ganzen... Na, toll. Ist ein schwaches Wesen. Das heißt, ich hätte einen Niederhauer verwenden können. Das ist natürlich schön, dass ich das jetzt auch erfahre. Angelina, glaube ich, schwebt mal lieber hier hin und bleibt hier in Sicherheit. Ruckel könnte nach vorne setzen und mit den Hasen hier angreifen. Wird wahrscheinlich gleich von der Seite angegriffen, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Oh. Na gut, zum Glück scheinen die Säbelzahnhasen doch ein bisschen zum Knuddeln zu sein, weil zumindest Schaden machen die Burschen nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Candy hier nie aufsteigen wird. Ich meine, ist Sandy schon Level 5, das ist ja ganz positiv, weil das... Vom Level her. So, ich verwende jetzt einfach mal den Niederhauer an... Oh, verdammt. Strike! Gut, dann kann jetzt Angelina jetzt auch mal aggressiv gehen, all die weil das Vieh hat hier kaum noch Lebenspunkte. Da können wir loslegen. Ja, Ruckel nimmt relativ viel Schaden von diesem komischen Säbelzahn. Ach, das ist auch ein Säbelzahnreißer. Na gut, dann muss ich jetzt mal das ganze Team da draufhalten. Aua! Warum tut er das? Der Hase meine ich. Und dann haut Drake das hier noch. Oh Gott. Immer noch. Du musst Holy Avatar immer noch den Niederhauen und das verdammt viel Mana verbraucht. Aber hey, Candy ist aufgestiegen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Meine Freundinnen wurden alle von den Hasen zerfleischt. Ich war starr vor Schreck. Scheinbar war das meine Rettung. Sie griffen mich nicht an. Seid unbesorgt. Nun seid ihr in Sicherheit und in den starken Armen seiner halbgöttlichen Wenigkeit. Ihr habt wirklich muskulöse Arme. Oh, und wie ich sehe, habt ihr noch andere Jungfrauen in euren Reihen. Ich denke, ich sollte mal alle herzlich umarmen. Küsschen, ich finde Küsschen es gut, dass ihr euch so für die Sorgen und Nöte von Jungfrauen interessiert, mein starker Held. In diesen dunklen Zeiten ist das eine Seltenheit. Seine halbgöttliche Wenigkeit tut, was seine halbgöttliche Wenigkeit tun kann. Habt ihr denn gar keine Beleidigungen für eure Konkurrenz, die anderen halbnackten Jungfrauen übrig? Nein. Schlimme Worte? Schöne Gesten vielleicht? Nein. Wieso sollte ich das tun? Sie scheinen mir alle sehr nett zu sein. Okay. Nicht mal ein Anflug an Eifersucht? Ein kleiner böser Blick?
Scheinbar nicht. Nein, ich gönne allen Jungfrauen die Nähe eines so edlen Ritters wie des Holy Avatars. Seht ihr? Seine halbgöttliche Wenigkeit sieht keine Probleme, sie mitzunehmen. Wollt ihr an der Seite des mächtigen Holy Avatars und seiner Gefährten kämpfen? Oh, das wäre zu gütig. Ich wäre sehr erfreut. Ich werde sicher noch nicht so stark sein wie Mandy,